Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mickey Blues Podcast zum Einschlafen mit der Stimme und den Themen zum Einschlafen. Ich habe mir hier einen lecker Kapu gemacht und werde ihn jetzt genüsslich genießen und dabei eine neue Podcast-Folge voll labern. Staffel 1, Folge 9 sollte das sein. Ich habe mir vorhin extrem aufs wie nennt man das? Unterlippen, Innenbereich, drunter Fleisch gebissen. Also nicht aufs Backenfleisch, auch nicht auf die Lippe. Von innen unter der Unterlippe in dem Bereich da. Besser kann ich es nicht erklären. Habe ich mir so fett drauf gebissen, dass eine Stelle, da beiße ich immer wieder drauf. Kennt ihr das, wenn ihr einmal drauf gebissen habt aus Versehen und dann wird die ja etwas dicker und dann beißt ihr den nächsten Tag wieder drauf, dann wird die wieder dicker oder bleibt dick und dann beißt sie wieder drauf. Oh. Ich glaube, ich habe jetzt dreimal drauf gebissen. Heute hat das geblutet. Ich habe einfach weiter gegessen, weil dadurch, das schließt sich das dann ja auch. Auf alle Fälle tat das jetzt, ich muss mal gucken, ob der Hund da gerade wieder rein will. Auf alle Fälle tat das ordentlich weh und ich hatte auch scharfe Soße dabei. Heute habe ich keine Bilder gemacht. Doch, ich habe ein Bild gemacht. Ich könnte es eigentlich wohl ihm zeigen. Moment. Und zwar habe ich mir heute wieder Wrap gemacht. Ich habe heute so ein bisschen durcheinander gegessen. Also ich hatte quasi eine Salzbrezel. Dann hatte ich ein Wrap. Da habe ich, wie ihr seht, Schnittlauch und Zwiebelduo, scharfe Soße, Zwiebeln, Knoblauch noch extra drauf geschnitten und leicht Knoblauchsoße drüber verteilt. Und dann habe ich mir da einfach Kochschinken drauf gehauen. Ihr kennt ja Kochschinken, also nicht Schinken, nicht diesen fettigen Schinken, sondern Kochschinken. Und da habe ich mir halt eine ganze Packung von quasi reingezogen. Erst habe ich da 4 Scheiben draufgelegt, das Ding aufgerollt und aufgegessen. Da hat das natürlich gebrannt wie Sau, weil ich mir voll auf die Dings gebissen habe, aufs Fleisch. Und dann hatte ich noch 2 Scheiben über. Und da habe ich dann einfach Zwiebeln reingehauen und Knoblauch, die gerollt und dann gegessen. Weil dann brauche ich nicht noch ein Wrap essen. Was ich auch schon gemacht hatte, war mal, dass ich einfach hier Salatblätter genommen habe und die Salatblätter als Wrap. Das heißt, ich habe die Salatblätter genommen und habe in den Salatblättern dann alles reingetan, als wäre das der Wrap. Das kann man auch machen, weil dann spart man ja nochmal 130 Kalorien. Und ja, wie gesagt, voll aus Fleisch gebissen. Und ich hatte halt das, dann hatte ich das. Dann habe ich noch einen Teller Suppe gegessen. Weil ich habe Suppe gemacht, Hochzeitssuppe. Da habe ich so ein bisschen Eierstich reingeklatscht. Oh, jetzt kommt Zucker hoch, warte mal. Oh, lecker Cappuccino. Auf alle Fälle habe ich dann Suppe gemacht. Da mache ich immer Eierstich dann rein. Dann haue ich noch so ein paar Gemüsekräuter rein. Habe ich da noch was extra reingetan? Ich glaube nicht. Auf alle Fälle haben wir als Family das natürlich gegessen. Und ich habe mir dann so ein Tellerchen, 1,5, davon gegönnt. Und ich denke mal, da ich ja ungefähr weiß, was das ist, habe ich ein Wrap, eine Packung komplett Kochschinken. Kochschinken hat 110, da sind 200 drin, das sind dann 220. 130 hat der Wrap, dann sind wir bei 320, 350. Da könnt ihr schon mal sehen, das ist schon mal fast gar nichts. Und dann noch die Suppe, ein Teller Suppe dazu und die Brezel. Weil ich bei der Brezel nicht genau weiß und keinen Bock habe nachzugucken, denke ich mal, bin ich jetzt noch unter 1000, aber könnte auch 1000 sein. Und das wird wohl so stimmen. Werd wohl nachher wieder Hunger bekommen. Was auch extrem scheiße ist, ist, dass ich schlecht schlafen kann. Heute Nacht konnte ich fast gar nicht schlafen. Ich glaube, das liegt daran, weil mein Körper hungert. Mir selber, also vom Kopf her, stört mich das nicht. Aber mein Körper stört das. Also mein Körper, die Funktionen des Körpers, die fucken, glaube ich, ab. Weil die nicht genug zu fressen kriegen. Und ich selber denke ja, ne, ich weiß ja, warum ich das mache. Und wenn ich Hungergefühle habe, dann weiß ich zum Beispiel so, jetzt nimmst du gerade ab. Dein Körper will was, er kriegt nichts, dann nimmt er deine Reserven.
Und deswegen, mich stört das jetzt nicht so, aber ich denke mal, also vom Kopf her stört mich das nicht, aber vom Körperlichen her. Also Kopf sagt Scheiß drauf und Körper sagt, was konnte ich schlecht schlafen? Habe auch extra nicht viel getrunken. Gestern gestreamt 3 Stunden, war richtig lustig und habe extra. In dem Stream trinke ich normalerweise mal viel, weil ich auch immer Durst habe wie Sau. Und man schwitzt ja auch, wo man irgendwie nur am Streamen ist. Aber ich habe extra nicht so viel getrunken, weil ich wusste, sonst kann ich ganze Nacht nur aufstehen zum Pinkeln. Ja. Auf alle Fälle. War es das eigentlich auch schon mit der Folge? Heute gibt es nicht so viel zu erzählen, außer wie gesagt, ne? Ich habe das Gefühl, dass der Körper jetzt anfängt zu nerven. Seele nicht. Obwohl man natürlich immer aufpassen muss. Ne? Also man darf sich da jetzt nicht so drauf versteifen, weil ich muss mir immer im Klaren sein, ich mache das für mich. Ich mache das für keinen anderen. Ich brauche das nicht machen. Also es ist jetzt nicht, dass ein Arzt gesagt hat, mach das und stirbst du. Ich hole den Hund in den rein. Und es ist jetzt auch nicht, dass ich das machen muss, weil es mir nicht gut geht oder sonst was, sondern ich mache das einfach für mich. Und damit ich, wenn ich die 3 Wochen alleine zu Hause bin, auch ordentlich schlemmen kann. Weil ihr kennt das, wenn man, glaube ich, alleine ist, dann hat man das Gefühl, so jetzt aber sturmfrei. Und dann will man sich vielleicht abends mal eine fette Pizza bestellen. Oder dann will ich auch was Süßes essen, Filme gucken und und. Und vielleicht auch leckere Getränke trinken. Und das kann ich dann halt alles, weil ich quasi ja schon vorgesorgt habe. Und was ich jetzt auch gesehen habe, es gibt scheinbar jetzt bei Kaufland, ich weiß nicht, ob das schon ab heute ist, Kaufland und Edeka Homburg oder wie das heißt, da gibt es scheinbar jetzt Aufbackdöner. Das hat jetzt irgendwie ein Typ erfunden, der arbeitet da schon 16 Jahre dran und die wird es jetzt endlich geben. Und getestet wurden die auch, wenn man die isst, sind die sehr lecker, knusprig, nicht wabbelig, weil man sich ja vorstellen kann, dass sie irgendwie mit Feuchtigkeit durchtränkt sind. Der Salat da drin wäre noch knackig und und. Also scheinbar. Und das ist dann auch wieder was, wo man sich denkt, Mensch, da hätte ich jetzt auch Bock drauf, ne? Weil ich muss halt noch warten. Und heute bin ich bei wie 4 Tagen? Also ich habe Montag, glaube ich, angefangen, oder? Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch. Heute ist Donnerstag. Also ich bin jetzt bei 4 Tage. Jeden Tag nur 1000 Kalorien abends um 18 Uhr circa essen. Also habe ich jetzt quasi schon. Also ich bin jetzt quasi drin im Rhythmus. Und ich hoffe, dass das Wochenende mir nicht reinfickt. Dass man dann sowas sagt wie, ne? Weil zum Beispiel heute Abend, ich verbiete meiner Süßen ja zum Beispiel jetzt nicht, dass sie Sachen nicht essen darf. Also dass ich sage, das darfst du nicht essen oder das kannst du nicht machen. Sie hat sich nämlich zum Beispiel jetzt Eis geholt für heute Abend. Bedeutet, die sitzt hier nachher, wenn wir einen Film gucken oder eine Serie oder sonst was und isst schön Eis vor mir. Da muss ich dann auch stark bleiben. Aber ich selber, das sagt sie ja auch immer, dass ich das unglaublich finde, dass mich das nicht kümmert oder dass ich dann stark bleiben kann. Auch wenn sie dann ein paar Mal fragt und so, dass sie dann trotzdem sagt, nee, danke. Weil wenn ich was will, das kennen, glaube ich, meine Stammzuschauer, dann ziehe ich das auch durch. Ja, ich glaube, das war's mit der Folge. Lassen wir sie mal enden. Bin heute Abend, denke ich mal, wieder live. Im Moment sieht es schlecht aus mit Kohle. Heute war wieder einer der Tage, wo man ins Geschäft reingeht und dann echt aufpassen muss beim Reinlegen, nachrechnen, was es ist, damit man weiß, wie viel man noch ausgeben kann. Weil wenn man zu viel ausgibt, ne, reicht es an der Kasse nicht. Und dann wird es peinlich. Und deswegen geier ich im Moment ja auf Spenden im Stream, damit ich einkaufen gehen kann. Ey. Ja. Okay, deswegen heute Abend wieder live. Wir hatten da, glaube ich, einen neuen. Mal sehen, ob er wieder am Start ist dann und wiederkommt. Und wir haben, ich habe auch ein paar Sachen eingebaut. Also, falls ihr es noch nicht wisst. Bäh, Junge, ich habe gerade gegessen, sorry, Leute. Ja, haut rein. Ohne euch bin ich nichts, nur zusammen sind wir Mickey. Bäh.